Dann nochmal kurze Erklärung zum Thema Krafttraining Bodenrudern. Ich hoffe, jeder hat sich zu Hause irgendwas zugelegt, wo er das Bodenrudern machen kann, zwischen zwei Stühlen. Jetzt geht es praktisch um die Art der Griffhaltung. Welchen Griff soll ich haben? Der Dreh ist eigentlich, wir machen ja Functional Fitness. Eigentlich sollten wir alle drei machen. Deswegen habe ich jetzt hier auf meinem Autoreifen noch einen Holzstab rangemacht. Das heißt, ich will Bodenrudern mit diesem Griff machen. Handflächen unten, ich will Bodenrudern machen, Handflächen zueinander und will ich Bodenrudern machen, Handflächen nach oben. Das ist jetzt mal ein anderer Winkel und der Punkt ist ja von der Funktion, ich weiß ja nicht, was mich erwartet, ich bin ja kein klassischer Sportler, der eine spezielle Sportart macht, sondern es kann sein, dass ich so ziehen muss, so oder so, das weiß ich nicht. Ich kämpfe, ich rudere, irgendwas ist im Alltag so, 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 ist gut, wenn ich mit jedem Winkel umgehen kann, okay? Eins. 2, 3. Und dementsprechend mache ich beim Bodenrudern die drei Winkel. Und im Moment, ich habe früher immer den Winkel gemacht. Ganz früher habe ich den gemacht, dann habe ich nur noch den gemacht. Dann habe ich gemerkt, dass ich in dem schwach bin. Und deswegen mache ich jetzt eben speziell wieder den. Also im Moment da, wo ich schwach bin, eigentlich sollte man wirklich ein Training so, nächstes Training anders, nächstes Training anders. Wobei es halt so war, ich wollte eine Zeit lang, habe ich mich dann schon spezialisiert auf Eingriff, um einfach Fortschritte zu machen. Aber wenn ich ein bisschen ein Level habe, sagt man durcheinander.